Hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs hier in der 31. Folge. Ja, in der letzten Folge haben wir Poker gespielt. Ja, leider nicht so erfolgreich. Es hat gut angefangen und sehr stark nachgelassen. War vielleicht nicht die spannendste Folge, aber ich wollte es halt einfach mal ausprobieren. Ihr kriegt halt auch wirklich jeden Fehler mit. Ich nehme wirklich alles auf. Ich mache nichts offscreen, nur in der einen Aufnahme, wo mir halt war, was gefällt ist, aber da bin ich auch nur den Weg wohin gefahren. Ich habe da ja nichts getan. Ich habe auch kein Geld erfarmt oder sowas in der Zeit. Und jetzt starten wir die Mission. Ich will dich sehen. Ich habe die Daten. Und Damien wird das sofort merken. Vielleicht kann ich das für mich nutzen. Er sagte Blum, dass er alles liefern würde, inklusive des Materials von Iraq. Ja, er hat sich selbst in die Ecke gestellt. Du hast die Daten nicht dabei und ich keine Nikki. Wir sind so berechenbar. Du hast einen Deal mit Blum. Woher weißt du das? Du hast ein Problem, Damien. Denn dein Deal hängt an dieser Festplatte. Was wirst du ihnen sagen, wenn ich dir nichts gebe? Du vergisst da etwas. Nikkis Leben hängt an einem Anruf. Töte sie. Lass mich fast gelingt, Damien. Du denkst nicht zu Ende, Damien. Dieser Deal ist dein Schicksal. Tötest du Nikki, bekommst du gar nichts. Glaubst du, Blum wird dich einfach gehen lassen? Die werden dir ihre Fixer hinterher schicken. Und das heißt, ich entscheide über dein Schicksal. Hol Nikki ans Telefon. Wir sind immer noch Partner, Aiden. Sieh es ein. Wir brauchen einander. Und, geht's dir gut? Ich hab Angst. Sag, dass Jackson in Sicherheit ist. Ja, ist okay. Hör mal, Nikki, ich... Ich weiß, aber bitte lass nicht zu, dass... Ehrlich, Aiden. Ich bin's leid, dass du mich nicht ernst nimmst. Wenn wir uns wiedersehen und du hast keine Daten, ist sie tot. Das ist nicht so gut, glaube ich. Verdammt, Damien hackt diese Tafeln von irgendwo. Da, ein WKC-Wagen. Den muss ich ausschalten. Die Polizei glaubt, Pierce spielt die Rolle des Rechners von Monaten. Er gilt als brutal und möglicherweise labil. Na, ich dachte, er meint den WKC-Wagen. Nicht den da hinten. Tja. Dieser wird auch nicht mehr lange existieren. Du machst das viel zu schwer, Aiden. Zwing mich nicht, dich zu verraten. Es gibt nichts zu verraten. Sieh das falsch. Diese cleveren Tricks, die du mit dem CTOS abziehst, ich habe zugesehen und gelernt. Willst du sehen, was ich kann? Das kommt davon, wenn man den Deal mit dem Teufel macht. Das ist schon mal gar nicht gut, so wie das hier verläuft.
Gott. Dieser Wagen ist so im Arsch. Ich komme hier kaum voran, ey. Oh nein, oh nein. Wir sind in dem Feld drinnen. Nein, 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 nein. Ah! Das ist gar nicht gut, Mann. Alter, üble Polizeiverfolgung. Halt. Wie viele Zivilisten getötet werden, ey. Ich muss diesen Helikopter loswerden, Mann. Weg hier! Alter! Wollt mich wohl verarschen, Mann. Alter, was für eine Polizeiflucht. Alter Schwede, mein Gott, du krasser Scheiß. Alter, wie viele Zivilisten verletzt worden? Hey, das sieht gut aus hier. Ich habe vom Backup gebootet. Der Bunker wird schon bald wieder tuckern. Hatte gerade Niki dran. Deine Schwester? Geht's ihr gut? Wie rollt sie zurück? Ich weiß, wie wir sie finden. Es war eine Durchsage im Hintergrund des Autos. Ich habe da etwas ausgemacht. Tja. Einen Namen oder einen Ort. Kannst du das Audio bearbeiten? Es verständlich machen? Audiobearbeitung ist nicht meins. Aber schick, was du hast. Irgendwie kriege ich das hin. Okay, ich fahre wieder zum Bunker. Nein, 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 nein. Wir haben noch einen Job. Du glaubst nicht, was ich gefunden habe. Die vor uns liebes Nest. Aha. Wollen wir uns zurück, was er uns geklaut hat. Ach, da unten, die Straße lang. Okay, auf zu Defaults Nest, Mann. Ich will die Daten zurückhaben. Nein, keine Musik abspielen. Ich will nicht dieselben Probleme haben wie in Far Cry. Tja, auf geht's mit Polizeigebrüll dahin. Vor allem müssten die Polizei uns da über das Fahrzeug orten können. Die haben da sicher alle GPS-Ortungsgeräte drin, oder? Dass die hier kein bisschen an die Seite fahren oder so, Polizei so. Ist anscheinend nicht so wichtig. Jo. Oh, da hätte ich links abbiegen müssen. Dann biegen wir halt hier links ab.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was für eine Verfolgungsjagd, ey. Krass, ich dachte, ich komme nicht weg. Die haben zwei Fahrzeuge von mir komplett zerstört. Die haben auch SUVs hier, Alter, mit Rambock und so allem. War schon heftig. Ich muss mich dann nochmal irgendwann ausrüsten, ey. Und Sachen kaufen, um nach Sachen wiederherzustellen auch, ey. Weil das war echt, mit ein paar Gemcoms mehr hätte ich das wohl verhindern können. Default, ich komme. Wahrscheinlich nervt euch das von der Polizei. Das Rattennest. Erstmal hacke ich den da hinten. Und wieder Herstellungskomponente. Oh Mann. Wir haben Defaults Aufenthaltsort. Jetzt hole ich zurück, was er stahl. Wenn er IREX Material auf dem Markt verkauft, war alles sinnlos. Ob es verschwindet oder öffentlich wird, ich hätte dann nichts mehr für Damien. Oh Mann, ein Volltreffer. Wo bist du? Hier ist eine Webcam. Bin da in Zugang? Also sieh dir an, was ich gefunden habe. Zugangspunkt zu lokalisieren. Wahrscheinlich hier hinten in so einer Ecke versteckt, oder? Nein, hier ist nur das Café. Okay, muss ich den Zugangspunkt. Toll. Von da aus sehe ich schon mal gar nichts. Wahrscheinlich ist der da oben. Ups. Danke. Ist er hier oben? Ne, hier ist auch nichts, also doch runter. So ein Schmarrn. Hä? Er sagt, das ist hier unten. Aber irgendein. Da. Tja. Schon ein. Die sind sauer. Vergiss das Zeug. Wir müssen hier raus. Sorry, Prinzessin. Kann man hier irgendwas hacken? Tja, er entkommt. Der Kerl hat Fixer angeheuert. Wir haben irgendwas ausgelöst und die Typen kamen angerannt. Und das auch noch recht schnell. Bleib in Deckung. Ich hol dich da raus. Ich hab was auf deinem Computer gefunden, neben diesem fucky Prototyp-Scheiß. Wo verdammt hat er das her? Oh Mann, ich bräuchte noch 10 Minuten länger. Was hast du gefunden? Tja. Nimm den Wagen und hau schleunigst ab. Ich ruf an, wenn ich sicher bin. Lass dich nicht umbringen.
Da kann ich nicht in so ein cooles Auto einsteigen, Mann. Oh nein. Willst du mich verarschen? Ich bugge schon wieder am Boden. Und noch eine Sache. Als ich in diesem Rattenloch war, habe ich bemerkt, dass der kleine Scheißer im CDOS rumgefummelt hat. Er hat Zugang. Und ich denke, du bist der Ziel Nummer 1. Na super. Tja, die werden uns nicht finden, oder? Der Kerl ist bewaffnet! Können Sie sich hier nicht verstecken? Wow. Ich werd so schnell nicht müde, Schäfer. Toll. Ich muss mich ja leider selber töten. Wir sind frei. Mach nur weiter. Ich brauche nur einen guten Treffer. Ziel erfasst. Ich greife jetzt an. Tja. Also haben wir es doch noch rausgeschafft, Mann. Oha. Fahr in den Rhein, los! Verstärkung ist da! Tja. Schnell, verliert ihn nicht! Ich hoffe, er löscht einfach seine eigenen Leute damit aus, Mann. Ich bin nur froh, dass ich wieder aus dem Boden da rausgekommen bin, ey. Aber komm davon, entkommen wir! Scheiße! Ah, oh, dieser kleine paar Zentimeter, Mann. Boah, erfolgreich, ey. Boah. Mein Gott, was ist das denn mit den durch den Boden buggen, ey? Schon das zweite Mal. Richtig nervig, aber cool, dass wir uns selber irgendwie rausgesprengt haben. Puh, es gab wenigstens ein wenig XP. Da gucken wir doch gleich mal, was wir hier verbessern können. Helikopterlänge ausschalten, Waffen. Fahren. Schießen. Verlangsamter Fokus, kritischer Fokus. Ist auch nicht schlecht. Aber im Einzelspielmodus, bla. Na super. Dann müssen wir erst hier in VZN. Einzelspielmodus, Welle 5. Welle 5 in VZN. Okay, dann müssen wir das irgendwann mal spielen. Ich würde sagen, warum auch nicht jetzt? NVZN. Ach so. Dot Connection gehört? Das kennt doch jeder in Chicago. Na dann, holla die fucking ho. Was immer das ist, da treibt die Ford sich gerne rum. Mehr hast du nicht? Nur ein 6 Gig USB-Stick voller letzten Pornos. Willst du den auch? 6 Gig, Alter. Ja, wenn es HD-Qualität ist, ist da ein Video von 25 Minuten drauf. Und woher ich das weiß, weil ich ungefähr 25 Minuten Folge machen
und die ungefähr immer 5 GB groß sind. Nicht, dass ich irgendwelche Pornos auf meinem PC hätte. Er braucht sowas schon. Aber ich will da niemanden reinreden, ist ja jedem seine Sache, ob er sowas mag oder nicht. Hä? Warum? Lol. Warum kann ich das denn nicht spielen gerade? Was ist das denn für ein Schmarrn? Ist hier noch irgendwo was? Nee. Da ist noch eins. Probier mir das aus. Lol. Hauptsache, oh, es ist auf einmal nicht mehr verfügbar. Warum? Komm, ich will ja jetzt die Welle 5 machen, damit ich das für die Automatikgewehre freischalte, weil die nehmen wir ja schon mal öfters, ne? Neues Spiel starten. Tja. Bam. Getötet der Aliens, Zeitbonus gesammelt. Fortfahren. Zum Glück muss man hier nicht irgendwie nachladen oder so. Bäm! Runde 3. Noch 2, danach müssen wir es schaffen, Alter. Oh. Bam. Ich hatte irgendein Upgrade, Mann. Okay. Da, lol. Ach, Leben oder was? Oha. Zack. Welle 5 müssen wir noch schaffen, ne? Aus nächster Nähe, Mann. Lol. Was? Bonuszelle.
Welle 5. Oh Mann. Das war eben eine Bonusfälle einfach nur. NVZN. Fortschrittbonus. Jawohl, das haben wir. Was war denn überhaupt bei Poker? Achso, schalten wir Motorrad frei. Trinken, Schach. Achso. Ah ja, Fähigkeiten. Sollten wir jetzt hier freigeschaltet haben, ja. Alles klar. Achso, hier maximierter Fokus schalten wir frei, wenn wir 10 mal Schach spielen. Also müssen wir doch irgendwann nochmal Schach spielen. Okay. Okay. Naja, aber das war's erstmal von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann. Haut rein!